Was geht ab, Freunde? Willkommen. Was geht ab, Freunde? Wer? What the fuck? Herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Ich bearbeite gerade das Video und ich frage mich, warum ich herzlich willkommen sage, als ob das so ein Bewerbungsgespräch wäre. Ich mache heute wieder einen Vergleich zwischen Aldi und Netto. Ich habe diesen Vorwand schon auf TikTok gemacht und der ist sehr beliebt sozusagen. Beliebt jetzt nicht, aber wird ein bisschen gefeiert als die anderen Videos. Ich habe hier einmal. Ich habe hier einmal Zitronen. Ich habe jetzt erst gemerkt, dass ich die ganzen Produkte viel zu hoch gezeigt habe und deshalb füge ich rechts oder links ein Bild ein. Ich habe hier einmal Zitronendrink von Netto. Und einmal Zitronendrink von Aldi. Wie kann einfach das Wort Zitrone so schwer sein, Alter? Ich habe hier einmal einen Knabbersnack von Netto. Und ein Knabbersnack von Aldi. Die ganzen Preise schreibe ich irgendwo hier oben drauf. Wenn ich das überhaupt schaffe. Nö. Hier habe ich einmal Eistee 40 von Netto. Hier habe ich einmal Eistee 40 von Aldi. What? Hier habe ich einmal Eistee 40 von Aldi. Und den Eistee 40 von Netto. Hier habe ich die Haselnussschokolade von Aldi und hier die Haselnussschokolade von Netto. Was habe ich da gesagt, Alter? Ich habe hier einmal einen Kakao von Aldi. Und hier ein Kakao von Netto. Ich habe diesen Test von Kakao schon mal auf TikTok gemacht. Da haben voll viele geschrieben, dass ich vergessen habe zu schütteln. Und dieser Kommentar hatte über 75 Likes. Das war schon ein bisschen krass. Jetzt versuche ich es mal mit Schütteln. Dann fange ich einmal mit dem Kakao von Netto an. Die haben hier so einen Papierstrohhalm. Und diesen Strohhalm sieht man sehr gut. Einen auf Öko. So. Hä? Mit dem Papierstrohhalm kommt einfach nichts raus? Öko schön und gut, aber ich mache mit dem Plastikstrohhalm weiter. So, probiere ich wieder den Kakao von Netto. Okay, der schmeckt einigermaßen viel, viel besser. Einigermaßen viel, viel besser, alles klar. Ja, dieser Kommentar hat auf jeden Fall recht. Werde ich auf, dass dieser Kakaofleck auf dem Tisch seit 10 Minuten da ist? Für den Netto-Kakao gebe ich 8 von 10 Punkten. Nein. Aber wie trocken ich das sage? Nein. Für den Netto-Kakao gebe ich 9 von 10 Punkten. Jetzt mache ich mit dem Kakao von Aldi weiter. Einfach mal mit dem Hand wegwischen, anstatt mit dem Tuch. Das sieht man hier nicht. Nein, Alter. Nein, das schmeckt einfach nicht. Hauptsache ich sag nein, schmeckt nicht, aber zum 5. Mal probieren. Für den Aldi-Kakao gebe ich 4 von 10 Punkten. Jetzt mache ich mit den Zitronen, jetzt mache ich mit den Zitronendrinks weiter. Einmal von Netto und den Zitronendrink von Aldi. Ich fange mit Netto an. Der Zitronendrink, Sprite. So eine 8 von 10 Punkten. So eine 8 von 10 Punkten, alles klar. Jetzt mache ich weiter mit dem Sprite von Aldi. Ich fand den Sprite. Ich fand den Sprite von Netto irgendwie besser. Hatte irgendwie intensiveren Geschmack als der von Aldi. Aber für den Aldi Sprite gebe ich so eine 6 von 10 Punkten. Jetzt mache ich weiter mit der Schokolade. Hier habe ich einmal Haselnussschokolade von Aldi.
Und einmal die Haselnussschokolade von Netto. Ich fange mit Haselnussschokolade von Aldi an. Hauptsache, ich sag aber ich esse einfach weiter. Für die Haselnussschokolade von Aldi gebe ich 5 von 10 Punkten. Ich fand den Alpenschokolade von Aldi viel geiler, aber Haselnuss schmeckt irgendwie nicht so. Jetzt mache ich mit Netto Haselnussschokolade weiter. Was war das, Alter? Was habe ich da gesagt? Ja, jetzt. Viel, viel geiler. Für die Haselnussschokolade von Netto gebe ich 9 von 10 Punkten. Jetzt mache ich weiter mit dem Eistee. Das ist der Eistee von Aldi. Wow. Da bin ich so ausgerastet, weil so viele Geräusche aus dem Nebenraum kamen, Alter. Ja. Für den Aldi-Eistee gebe ich 9 von 10 Punkten. Der schmeckt mega geil. Jetzt mache ich weiter mit dem Netto-Eistee. So, jetzt einfach weitermachen, als ob nichts gewesen wäre. Es geht. Hauptsache, dieses Kurzes sagt schon alles, Alter. Ich fand den Aldi-Eistee viel geiler. Deshalb gebe ich für Netto-Eistee so eine 6 von 10 Punkten. Jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Das ist der Knabbersnack von Netto und der Knabberspaß von Aldi. Ich fange mit Knabbersnack von Netto an. Für den Netto-Knabberslack gebe ich 8 von 10 Punkten. Jetzt mache ich weiter mit dem Knabberspaß von Aldi. Der schmeckt mega geil. Für den Knabberspaß von Aldi gebe ich 10 von 10 Punkten. Okay, das war's mit meinem. Okay, das war's mit meinem. Das waren jetzt alle Produkte. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Ihr könnt mich auch abonnieren. Nur wenn ihr wollt. Nö. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bearbeite schon dieses Video seit 4,5 Stunden, ne? Ich hätte niemals gedacht, dass das so lange dauern wird.